Okay, ich habe eine Minute, scheiße. Ich renne jetzt hier durch. Ich glaube, das muss ich auch. Yeah. Scheiße, der trifft mich. Oh Mann. Ein Speedrun, oh Mann. Einfach durch. Okay, ich habe die Armen zu verpassen, nicht schlimm. Es wird weitergelaufen, okay. Unten, oben. Da muss man sich schon ziemlich konzentrieren, hab die nächste Münze verpasst. Ah, okay. Hier ist ja einfach, hier muss ich. Ah, okay, scheiße, nein, das will ich gar nicht. Ich scheiße auf die Münze. Ich will bloß keine Zeit verschwenden. Muss ich jetzt in der Zeit noch einen Boss besiegen? Ich hoffe nicht. Ich habe 28 Sekunden. Was ist das? Komische Stacheln. Die habe ich auch noch nie gesehen. Nein! Als ob das ein Treffer war. Nö, mach das rückgängig. Scheiße. Das war eine Ewigkeit, die ich dahin gebraucht habe. Also 38 Sekunden, aber. Trotzdem. Okay, nochmal. Und es war schon so schwer, dahin zu kommen. Dann alles von vorne. Es ist immer so traurig. Wow, boah, die Geister gehen auch vor allem voll ab. Mit ihren Geräuschen. Okay, hier springen. Jetzt gleich kommt die lustige Stelle, genau das. Und jetzt renne ich hier einfach weiter, anstatt hoch zu springen. So, und jetzt kommen diese komischen Stacheldinger. Wo mich einer anscheinend doch noch erwischt hat. So, oh Mann. Boah, was? Ich muss da durchspringen beim letzten. Das ist auch wieder so ein Try and Error. Man probiert, es klappt nicht, man muss einen anderen Weg haben. Das ist eigentlich richtig fies. Okay, weiter geht's. Das schafft man auch irgendwann. Ich meine, 60 Sekunden denkt man, hat man das Level durch. Nein, man muss es ja häufig genug spielen. Das ist auf jeden Fall mehr als 60 Sekunden werden am Ende. So, eigentlich geht das hier noch voll fit. Das ist jetzt sowieso der einfachste Part. Ich muss gar nichts drücken eigentlich. Aber gleich wird es richtig schwer. Also ab hier. Muss ich nämlich kleine Sprünge machen und am Ende anscheinend einen großen. So, jetzt ganz vorsichtig. Und jetzt durch, oder was? Das ist aber, oh Mann, das. Da braucht man so viel Glück irgendwie, dass ich genau richtig springe oder sowas. Nochmal. Boah. Das ist ein scheiß Level. Der Anfang ist ziemlich leicht. Ab den Stacheldingern ist aber vorbei. Also das geht ja total fit. Hier sind ja eigentlich auch nur so ein paar Wände oder sowas. Da muss man hin und wieder mal einen Sprung machen. Jetzt brauche ich erstmal die ganze Zeit lang gar nichts mehr drücken. Guck, ich drücke jetzt nur rechts und laufen. Bis der nächste Raum kommt, gar nichts mehr. Ich meine, klar, ich könnte noch da raufen, die Dinger zu sammeln, aber da kann man ja auch drauf scheißen. Boah, das war knapp. Ja. Nein, oder? Nein, oder? Ich muss das noch einmal machen. Ich war doch schon perfekt. Ah, Gott, scheiße. Dreck, Mann. Da muss man noch richtig im letzten Pixel abspringen, damit der den Sprung darüber schafft. Ich meine, hier geht das ja auch voll fett. Oh, Mann. Ja. Okay, da würden mir auch kein Power-Up in diesem Level helfen. Außer natürlich, wenn es den Stern gibt, aber den gibt es ja, wenn überhaupt, erst am Anfang des Levels. Ich glaube, in diesem Spiel sowieso gar nicht. Also in diesem E-Pack, Super-Hack, Super-Levels. Okay. Ich meine jetzt nicht Hack, ich meine Super-Levels, genau. So. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich bin wirklich vom letzten Spitzenpunkt abgesprungen. Ich weiß nicht, was ich hier falsch mache. Okay, ich bin ganz ehrlich, es macht keinen Spaß mehr. Es ist voll scheiße gerade. Weil ich aus meiner Ansicht auch alles richtig gemacht habe, deswegen. Das habe ich extra voll drauf geachtet sogar. Und ich weiß ja immer noch nicht, ob das Level noch vielleicht noch irgendwelche Kranken fallen hat, sobald ich diese Stelle einmal geschafft habe, weißt du? Das ist auch noch mies. Okay, ich wollte gucken, ob ich die Stelle ein bisschen abkürzen kann.
So, jetzt wird's wieder mal ernst. Okay, nochmal. Also ich kann es mir nicht erklären. Ich frage mich langsam, ob es an mir liegt oder mehr an dem Spiel selber, dass sie vielleicht irgendwie ihr eigenes Level nicht mal richtig geprüft haben, weil die vielleicht einen Block zu wenig gesetzt haben, weil ich tue mein Bestes. Ich springe genau im letzten Moment ab, ich sag's euch. Ihr könnt ja auch irgendwie mal selber gucken, so ein Video dann. So genau da, wo ich da halt von dieser Plattform abspringe. Das ist richtig komisch und ich meine, mittlerweile kann man vorhersagen, man schafft diese Stelle nicht. Also wenn es jetzt noch ein paar Mal nicht klappt, dann überspringe ich das Level, weil das ist ja irgendwie blöd. Oh, es hat geklappt auf einmal. Scheiße, jetzt habe ich dieses Ding nicht gekriegt. Hat das irgendwelche Auswirkungen? Es geht wieder raus. Ziel. Oh, okay, Hauptsache ich habe es geschafft. Ich habe mir nicht langsam echt Gedanken gemacht, ob das überhaupt möglich ist. Ich weiß gar nicht mal, was ich jetzt besser gemacht habe als die anderen beiden Male oder wie viele es waren. Aber am Ende war ich halt ziemlich still und habe mich wirklich darauf konzentriert. Hauptsache ich habe es geschafft. Das war bis jetzt meiner Meinung nach das schwächste Level. Die Idee dahinter ist natürlich richtig gut, aber ich fand es auch voll der Reinfall. Jetzt haben wir Ropeland. Oh, Wiggler. Oh, das ist cool. Die rasten jetzt voll. Oh, die haben auch voll die komischen Soundeffekte, wenn man drauf springt. Hört euch das mal an. Man hat so im Leben nicht mal gedacht. Sich so mal anhören. Nein, hat mich erwischt. Was? Okay. Da geht's hoch. Da gibt's einen neuen Pilz. Röhre. Was haben wir denn hier Schönes? Ich glaube, das Level ist voll von diesen Dingern, nehme ich mal an, wegen Rope halt. Oh, da sind auch wirkliche Ropes. Oh ja. Wie ich immer erstaune, wenn ich einen neuen Gegner aus einem alten Spiel sehe. Viecher aus Mario Bros. 2. Aber ich kann die gar nicht töten, ist mir aufgefallen. Also man konnte ja sonst immer drauf springen und sich dann einfach hochheben. Das konnte ich jetzt gerade irgendwie nicht machen. Oder ich probiere es noch einmal. Ne, ich darf nicht. Ich muss sie am Leben lassen, das ist irgendwie komisch. Das konnte ich einfach nehmen und auf den Boden werfen oder auf andere Gegner. Die wären so oder so dann gestorben. Okay, wo geht's lang? Runter? Ah, okay, jetzt bin ich irgendwie hier. Hoch oder runter hier? Runter. Warte mal, hier ist ja gar nichts mehr. Muss ich doch wieder hoch? Da kam ich doch eigentlich her. Oh, scheiße. Okay, ich habe mich verlaufen. Oder ich muss in die Röhre da unten, das kann ja auch sein. Ich dachte nur, es wäre jetzt der alternative Weg, wo man herkommt. Doch, ich kann hier rein, okay. Das erklärt einiges. Ja, was sind das? Die normale Blöcke. Plattform meine ich. Da unten ist noch ein Weg. Aber hier ist nichts Besonderes. Ich will da hoch. Schaffe ich das? Ja. Nicht so schnell. Okay, und dann mal die dritte Münze. Yeah, ich habe mal alle gekriegt. Okay, jetzt muss ich getimt hier springen. Wow, okay. Hauptsache, ich habe es irgendwie auf die nächste Plattform geschafft. Und ein E-Teil, yeah. Kriege ich das irgendwie? Okay, so schon mal gar nicht, ne? Hier geht's nicht weiter. Na, ich habe schon ein bisschen Lust, das zu haben. Ich meine, es strahlt mich ja förmlich an mit seinem E. Ich muss ja einfach getimt springen. Okay, das war jetzt nicht wirklich schwer. Und ich hab's. Mario bedankt sich herzlich bei mir. Da unten ist Boden, ich habe was gesehen. Genau, achso, hier ist direkt alles. Okay. Das Level. Du, hey, kann ich hier mitnehmen? Ich nehme den mit ins Ziel. Yeah. Cool, diese anderen Koopas da. Okay, wenn man vom steigenden Schwierigkeitsgrad ausgeht, ist das Level viel einfacher als sein Vorgänger gewesen. Haunted Hall.
Okay, ein Geisterhaus, nehme ich mal an. Und was für eins. Vor allem diese Grafiken, so dieser Hintergrund oder so, die gab es glaube ich auch in keinem anderen Mario-Game. Aber das ist auch mal wieder so ein lustiges Versteck-Dich-Level. Also Versteck-Dich-Ziel-Level. Ah, okay, die Plattform wieder. Hat schon fast verhauen. Ja, ja. Ach, kacke, Geister verfolgen wir auch noch. War es jetzt nur für die Münze? Okay, dann weiß ich schon mal, falls ich jetzt schaue, wo ich nicht mehr hingehe. Und das ist auch Mario World Musik. Also, in ihrer komischen Soundchip-Art, aber im Prinzip ist es die Musik. Links lang. Oh. Machen wir hier auf. Und eine Tür erscheint. Muss ich jetzt ganz schnell darüber? Komme ich gar nicht rüber. Ich verstehe das nicht. Jetzt gehe ich hier rein. Oh, ich muss... Ah, nee, ich kann ja auch. Ich dachte, ich müsste... Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Okay, was haben wir noch für Wege übrig? Ist da unten was? Ein Trampolin, oder? Ah, ja, Mario ging ja voll ab mit dem Trampolin. Ich nehme den mal mit. Da oben ist ja immerhin noch diese Tür. So, was haben wir denn hier Hübsches? Einfach nur das gleiche wie sonst auch immer. Ja, neue Brücke bauen, okay. So heißt das hier. Oh, doch. Das ist gemein mit diesen Blöcken. Das ist wirklich gemein, weil man darf irgendwie nie irgendwo hin. Das ist frech. Jetzt gehe ich hier unten lang. Oh Gott, okay. Da überall diese unsichtbaren Blöcke. Hier ist. Okay. Nein, den kriege ich natürlich nicht. Das war eigentlich schon vorauszusehen. Okay, dann hau ich mal ab. Warte, hier kam ich doch her. Gab es keinen anderen Weg? Ach ja, die Blöcke die verschwinden natürlich wieder alle. Es gab keine zweite Tür. Ah, Mann, ich hasse solche Levels. Warte, da unten kommen wir bestimmt... Ja, hier an, das dachte ich mir bereits. Wo ging es denn hier wieder zu diesem komischen Eingang? Ich gehe jetzt mal hier. Hier kam ich auch mal ganz am Anfang her. Genau von da. So, vielleicht finden wir hier noch so eine andere Geheimtür. Autsch. Ja, dachte ich mir. Gehen wir mal hier rein. Das Ding bewegt sich sehr langsam. Sehr langsam. Ich glaube, das ist nicht gut. Ja, jetzt geht's hoch. Okay, okay. Oh, das dauert mir viel zu lange. Ich spring gleich da runter. Guck mal, was dann passiert. Da unten sind bestimmt Stacheln oder sowas. Ja, dachte ich mir. So, ja, Münze. Vierte Münze, okay. Seht ihr mal, wie viel ich schon verpasst habe hier. Okay, nix wie Miranda. Speedrun jetzt. So, schnell hier lang. Oder warte, ist da oben noch was? Da hinten. Oh, scheiße, da geht's weiter. Jetzt habe ich meinen Ansatz voll verpasst. Das ist blöd. Wo bin ich jetzt? Anstatt dass man wieder vorher, da wo man vorher war, rauskommt, wieder was ganz Neues. Das Ding dreht sich. Okay, das gab's auch in keinem Mario-Spiel vorher, glaube ich. Wann dreht der sich? Jetzt. Dreh dich. Okay, ich habe gerade Angst bekommen. Oh, kleine Blöcke. Okay. Wie geht die Zeit aus? Ah, okay, Boss. Ich muss ihn jetzt einfach nur 93 Sekunden besiegen. Das sollte eigentlich drin sein. Da, friss. Ich stelle mich auf die Seite. Na los, komm her. Ich warte jetzt einfach auf ihn. Ah, Mist. Okay, ich lass mich einfach einmal treffen. Ich lass mich zweimal treffen. Ey, ich will nicht hier sterben. Ich sterbe jetzt nicht an diesem Geisterboss, oder? Ich werde diese Aufnahme niemals hochladen, falls ich jetzt hier sterbe und so tun, als wäre das alles nie passiert. Nämlich euch und mich selber vor allem. Okay, ich hab's geschafft. Ich habe ja nichts gesagt. Ich habe nicht eine Sekunde an mir selbst gezweifelt.
Okay, nein, ich habe natürlich nur Spaß gemacht. Okay, Level ist durch. Was? Die Tür geht jetzt auf. Okay, rein da.